Ups. Sie schubsen oder was, hä? Das Maul? Oh, danke. Hab ich sowieso gebrauchen können. Okay. Dort sehen wir mein Haus aus der Fernperspektive. Da läuft eine Kuh rum. Da sind zwei Kürbisse. Oh mein Gott. Woo! Und zack. Und wir fallen. Jetzt. Ich. Wir graben das hier mal eben alles um, damit es ein bisschen stimmiger aussieht. Egal, wir setzen das Ganze jetzt erstmal hier ein. Zack und zack und zack. Und diese Scheißfelder, das ist mir jetzt kackegal. Ich habe leider keinen Sand dabei. Egal. Das sieht doch schon besser aus. Jetzt läuft es anscheinend einigermaßen flüssig. Gehen wir hier mal rein in meine Hütte und gucken mal, ob wir uns einen schönen Fisch braten. Einen Fisch haben wir uns ja schon gebraten, wie man sieht. Mal gucken. Obwohl, ne, dann wäre jetzt Verschwendung, wenn wir jetzt einfach essen würden. Das wäre dämlich. Clay. Und noch mehr Clay. Ich habe Clay ohne Ende gefunden. Ihr habt das ja mit Sicherheit gesehen. War halt ein anderes Texturenpack, deswegen sah das alles ein bisschen anders aus. Ich versuche das mit einem anderen Texturenpack wieder hinzukriegen. Das geht im Moment nicht. Und zwar aus dem Grunde, weil das Texturenpack sich bei mir nicht ordentlich starten lässt und der Bildschirm dabei sehr lange, damit meine ich wirklich sehr lange, schwarz bleibt, und das war es mir dann im Endeffekt auch nicht wert. Jetzt kann ich euch mal eben präsentieren, wie man hier angelt. Das habt ihr vielleicht schon gesehen bei verschiedenen Let's Playern, wie man angelt in Minecraft, aber es ist immer interessant anzusehen. Ich hoffe mal, das war ein Fang. Wer genau darauf achtet, unten rechts im Wasser sieht man Tintenfische, die sich bewegen. Ja, mein scharfes Auge hat die sofort gesehen. Wo ist er geflogen? Da. Die Dinger fliegen irgendwie aus dem Wasser. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber irgendwie ganz komisch. Wahrscheinlich, weil ich es im falschen Winkel oder so habe. Keine Ahnung. So. Gehen wir mal da unten ein paar Tintenfische verkloppen. Ah, ihr seht die bis jetzt wahrscheinlich noch nicht, es ist sehr dunkel. Ich tauche mal eben einmal auf und tauche wieder ab. Die Sonne geht fast unter, glaube ich. Also es ist jetzt nicht morgens, sagen wir mal, es ist schon Nachmittag. So wie jetzt auch im echten Leben. Es ist momentan bei mir auch zu Hause Nachmittag. Wie gesagt, folgt mir auf Twitter, der Link ist in der Beschreibung. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das hilft immer. Dann es ist einfacher für mich und für euch in Kontakt zu bleiben, und ihr könnt mir dort einfacher Kritiken senden und so weiter und so weiter. Es hat auf jeden Fall sehr viele Vorzüge. Falls ihr keinen Twitter-Account habt, legt euch schnell einen an. Das geht wirklich super schnell und es hilft euch wirklich unglaublich. Ich habe mir den Twitter-Account eigentlich auch nur so, ja, angelegt, weil ich dachte, ja, ist sowieso dämlich, da schreiben die Leute halt, oh ja, ich gehe jetzt eben duschen, das interessiert keinen. Habe ich mir angelegt, aber es ist doch eine sehr interessante Sache. Und wie gesagt, da könnt ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben, was ich gerade tue, wann das nächste Let's Play kommt, vor allem welche Projekte, oh, wunderschön, welche Projekte anstehen. Ja, du natürlich auch, Schärf, du natürlich auch. Und was ich sonst noch so alles vorhabe und was ich dann irgendwie machen werde. So, kurzes Update übrigens. Ich bin jetzt übers Wochenende an der Nordsee und deswegen kann ich am Wochenende keine Videos hochladen bzw. produzieren. Das macht aber gar nichts, weil ich heute im Voraus produzieren werde, und zwar richtig. Und das wird dann am Montag wahrscheinlich alles abgeloadet. Und ja. Ich hoffe mal, also ihr müsst euch jetzt damit anfreunden, dass die also die Frequenzen der Uploads nicht so hoch sein wird, wie es anfangs war. Scheiße, verdammt nochmal. Ich habe gedacht, jetzt komme ich nochmal eben ohne die Mistviecher hier aus, aber nein, da hängen sie sofort rum. Egal, jetzt kommt auch die Musik, das passt doch schön. Kloppen wir mal hier rum. Pain. Und mal gucken. Tschüss Schafe, bis morgen früh. Gute Nacht. So, legen wir uns mal ins Bett und pennen. Ich sagte, legen wir uns mal ins Bett. Dankeschön. Die Musik wird gerade ein bisschen laut, aber das ist ja scheißegal.
Wie gesagt, bald folgt auf jeden Fall das Let's Play Minecraft im Multiplayer-Modus. Das habe ich versprochen, das habe ich angesagt und das werde ich auch so machen. Gleich fange ich an, das Assassin's Creed, den Neuanfang zu rendern. Dankeschön. Ja, Schwarzpulver. Wie macht man daraus nochmal TNT? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste da nochmal nachgucken. Ich habe da nämlich eine Seite gefunden, die ist übrigens super gut. Ich blende die mal eben ein, wenn ich es nicht vergesse in der Bearbeitung. MinecraftWiki.net. Da findet ihr super tolle Sachen, wie ihr alle möglichen Sachen craften könnt. Das geht schnell und das ist einfach. Jetzt kommt der Creeper auf mich zu. Komm her, gib mir Gunpowder. Nein! Du Sackgesicht, du Alter. Danke. Hey, willst du fressen oder was? Zack, bisschen Seide bekommen. Oder Seile. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und jetzt kloppen hier mal die ganzen Dinger weg. Zack, zack, zack. Oh, Zombie anscheinend gestorben. Oder ein Hühnchen gerupft worden. So, mein lieber Freund, komm da mal schon Wasser. Ich hab noch Hühnchen mit dir zu rupfen. Nein, so laber ich natürlich nicht. So. Wäre auch irgendwie gruselig. So. Ich habe zwar keine Ahnung, was daraus wird, aber es sieht schon mal ziemlich geil aus. Vielleicht werden da irgendwelche Sachen raus, die man essen kann oder was. Ich habe keine Ahnung. Hallo? Nein, die schlage ich natürlich nicht kaputt. Das wäre ja doof. Ich mag dich doch. Zack, eben gegessen. Jetzt geht's uns auch besser als vorher. Und jetzt machen wir uns bald innerhalb der nächsten 2 oder 3 Episoden auf in eine Höhle, in eine Mine, wie es mögen nennt. Ja, das kann passen, ich weiß nicht genau, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall wird das wahrscheinlich in diesem Berg, genau, wird wahrscheinlich sich eine Mine verbergen und die suchen wir. Und wenn nicht, dann suchen wir da hinten irgendwo. Da wird, ja, auf jeden Fall wird es irgendwo was geben. Nur ich habe nicht vor, mich so weit vom Haus zu entfernen, weil ich irgendwie dämlich bin und das nicht hingekriegt habe, wieder zurückzufinden. Deshalb, ich versuche mir nochmal vorher irgendwie eine Karte aus Zuckerrohr bauen zu können oder so, damit wir immer zurück zum Haus finden. Aber mal gucken. Warum hüpfe ich hier so? Keine Ahnung. Ja, es weiß keiner so genau. Auf jeden Fall muss ich gleich nochmal eben weg. Heute Nachmittag. Und in der Zeit wird aber das eine Video gerendert und das nächste wird hochgeladen. Ja. Warum laufen denn hier keine Skelette rum, sag mal? Das ist eigentlich schade, weil Skelette, die finde ich doch schon ganz gut, ne? Wenn die dann so Knochen droppen oder so, da kann man schön mal mit anfangen. Vor allem, wenn man dann Hunde findet. Hoffe ich mal, dass man dann... We War da eine Spinne? Ich habe schon wieder Hallos, egal. Gut. Das war's, glaube ich, von diesem Minecraft Let's Play. Ich nehme jetzt einfach ein Stückchen lang auf und irgendwann schneide ich mir das halt zusammen. Deswegen werde ich jetzt nicht jedes einzelne... Ups! Minecraft neu anmoderieren und neu abschließen. Deshalb, das ist ein bisschen einfacher, wenn ich es halt anders mache, indem ich es einfach... Ey, jetzt habe ich das auch verdammt. Ja, darunter muss jetzt erstmal ein Schwein leiden, indem ich mir neues Fleisch hole. Ah, man sieht die Kakteen schon relativ gut, muss man sagen. Deswegen habe ich mir die eigentlich auch gebaut, weil ich ja so am besten nach Hause finde. Ist einfach so. Weil wenn man sich, ups, leider, in Minecraft verirrt, dann verirrt man sich richtig, weil diese Welten einfach riesig sind. Ich weiß nicht genau, wie riesig, aber ich war ja noch nie an einem Ende so einer Welt, aber das muss ja eigentlich ein Ende haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so weit erstellt wird, so eine Welt, dass man halt bis ins Unendliche laufen kann. Vor allem, weil es ja nicht funktioniert, weil das Unendliche ja unendlich ist. Ja. Schön, jetzt haben wir das Niveau auch wieder in den Keller geballert. Egal. Machen wir erstmal weiter. Und bald, ups, gibt's, ah ja, hier war ich glaube ich schon, ja genau. Das war unsere kleine Heim, ups, scheiße, verdammt, wir bauten so. Können wir immer wieder drüber aufregen. Egal. Hier gibt's anscheinend nichts mehr. So, genau, hier waren wir schon drin, aber hier war nichts mehr, ne? Genau, zack. Alles klar, gut, gehen wir wieder raus. Sondern auf Mine verirren ist übrigens auch keine schöne Sache, deswegen.
Immer schön aufpassen, wo man hergeht. Das ist ganz gut. So, zack, zack, basing, basing. Hier kommen wir wieder zu unserem Haus. Hier geht's wieder in die Höhle rein von der anderen Seite anscheinend. Ups. Scheint mir, als wäre ich, obwohl doch hier war ich auch schon. Ich finde nur so kleine Höhlen, wo es dann überhaupt nicht verzweigt ist. Das ist ja gerade das Interessante, wenn das so übelst verzweigt ist und man dann so 1000 Abzweige findet und man sich immer jedes Mal entscheiden muss, wo man hergeht. Das ist das Interessante an der Geschichte. Deswegen mache ich das ja. Na, ja, da vorne gibt es ein schwarzes Schaf. Bisschen schwarze Wolle kann ich wohl gebrauchen. Ich glaube, ich setze mir auf diesem Geschoss, baue ich mir gleich Zäune hin und setze mir da stumpf mit Wollendach rein. Und dann kommt noch ein großes Übergeschoss, was ich dann mit Glas versehen werde. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und wenn wir das fertig haben, ja, dann geht's in die Minen. Dann suchen wir Rohstoffe auf. Nicht Lapis Lazuli, Diamanten, Gold, Redstones. Also solche Aktionen, das wäre natürlich sehr schön. Dazu bräuchte ich jetzt aber erst nochmal ein bisschen Wolle. Danke, Schäfchen. Und am besten, wenn man Schweine hier sieht, ist das immer ganz gut, wenn man die einfach direkt, wenn man den direkt einfach Kopf gibt. Dankeschön. Oh, hat sowas droppen lassen. Habe ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Das kann nämlich auch sein, dass sie mal nichts droppen. Ist dann ein bisschen schade, aber ist halt so. Am liebsten würde ich ja so eine Kuhweide bauen. Einfach so eine Kuh, wenn die da vor dem Haus herläuft, einfach mit so Zäunen einfach drum und dann gucken, was passiert. Jo, das war ertragreich. Mal gucken, ob es hier noch mehr gibt. Ich glaube, ich habe gerade noch eins gesehen. Ich meine, die waren alles voll gerade, aber die rennen aber auch mal schnell weg. Ja, ruhig auf die Baumkrone. Gib mir lieber. Gut, du halt nicht. Trauen wir uns die Arschbombe? Ja, machen wir. Peng. Ups. Wo es gar nicht, dass man in Minecraft so tief eintaucht. Das ist ja richtig realistisch, ey. Das ist ja unglaublich. Zack, zack. Oh, babeng, babeng. Hier war meine Steinmine. Dafür sieht die ziemlich übel aus. Also sie ist ziemlich gerade gebaut. Deswegen sieht man hier auch Wasser. Tschüss. Alles geflutet. Ich mach wieder alles hier kaputt. Alles klar. Schönen Sandstein hinsetzen. Den Sand hier rauskloppen. Aufsammeln. Hoch rausspringen aus dem Wasser. Das Leck hier wieder dicht machen. Ja, genau so. Die Sachen, die gibt's das denn? Ich glaube, meine Hacke geht kaputt. Ach du Kacke, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Bei mir hielt die bis jetzt immer unendlich lang. Ich weiß nicht genau, was das sein soll jetzt auf einmal, aber okay. Wir können eigentlich so eine kleine Falle bauen, so eine Hühnerfalle oder sowas. Aber dafür brauche ich mir erstmal eine schöne Schaufel. Weil es sonst ziemlich unaufwendig wäre. Das wäre dumm. Schöne Kürbisse direkt vor der Tür, finde ich gut. Zack. Und zack. Nee, habe ich so, ne? Zack. Das müssen wir gleich hochbringen. Das wird hochgebracht, das wird hochgebracht. Eisen, wie viel... wo ist denn? Hier. Ja, sollte passen. So, und jetzt rein an den Craft... ran an den Crafting Table. Und jetzt bauen wir eine schöne Schaufel. Zing, zing, am besten zwei. Ja, schön. Dann haben wir ja gleich sogar noch Platz. Können wir ja gleich mit dem Eisen hier sogar noch eine schöne Spitzhacke bauen. Das ist doch nicht schlecht. Die brauchen wir sowieso noch. Ups. Nein, das war genau das, was ich nicht wollte. Jetzt kann ich den ganzen Mist normal bauen. Zing, zing. Zing, zing, zing. Fertig. Den Mist hier reinsetzen. Haben wir noch Wolle hier? Ja, Wolle hier. Sandstein irgendwo? Ne. Gehen wir mal hoch und bringen das eben in die Kiste. Ich dachte, das stand gerade ein Huhn. Okay, das hat sich ja dann wohl erledigt. Zing, gering, gering, gering. 12 Federn, 2 Knochen, juhu. 7 Glas.